Wie wollt ihr auf diesen Brief reagieren? Danke, aber nein, danke. Und wohin wollt ihr diesen Brief schicken? A. Hafax auf Maraskan. Also den Boden, den ihr findet, ihr den da hinbringen, ne? Also so viel Goldtrank könnt ihr gar nicht mitbringen, dass ihr das macht. Obwohl, vielleicht doch. Wir sollten ein Straßenkind bestechen. Ja. Die sind immer flott unterwegs. Also wenn, dann muss das irgendwie hier... Habt ihr nicht was Magisches, Isarun? Habt ihr nicht was Magisches? Ja, natürlich. Es gibt diesen Nunzio Bolo, einen dämonischen Botenvogel. Gibt es irgendwas... Zauber? Irgendwas nicht Dämonisches vielleicht? Ja, das wäre mir auch recht. Isarun, ich bin erstaunt. Ja. Was denn? Über dass ihr den Cantus Nunzio Bolo kennt und besitzt. Wieso besitzen? Nein, natürlich nicht, aber natürlich kenne ich ihn. Ein Missverständnis meinerseits. Aber wir sind hier an einer Magierakademie. Da muss es doch bestimmt jemanden geben, der den wegschicken kann. Ja, das kommt bestimmt sehr gut an, wenn wir sagen, oh, wir möchten gerne bitte einen dämonischen Botenvogel an einen Erzverräter schicken. Warum bringt ihr nicht einfach selbst hin? Seine Sippe ist sehr weit weg und wir haben nicht so viel Zeit. Auf einer Insel und Wasser ist... Wenn ihr diese Frage an die Punin Akademie stellt, vielleicht nach meiner Verhandlung. Das wäre mir sehr recht. Verstehe ich gar nicht. Arme mir, die haben bestimmt ein gutes Bild von dir. Nun, es könnte ein unglückliches Licht auf meine Person und meine Gefährten bringen. Also ich will nichts sagen, aber wie lange ist das jetzt mit dem Brief her? Lange, oder? Das haben wir eh schon verkackt. Jetzt lass uns auch nichts mehr machen. Ja, der ist eh schon angepisst. Ich glaube nicht, dass dieser Erzverräter gerade besonders geduldig ist, wenn ich das mal so behaupten darf. Ich meinte hier, ich wollte nur noch einmal daran erinnern. Ist sehr richtig, Boltax. Haben wir gesagt, machen wir. Machen wir nicht gemacht. Passiert. Ja. Nun gut, ja. Das ist wohl das Ganze etwas unglücklich gelaufen. Naja, wir haben ja auch nicht es darauf angelegt, dass dieser Herr uns Unterstützung anbietet. Was machen wir eigentlich nach dieser Sache mit der Blutkerbe in Darpathien? Gibt es dort schon Pläne danach? Wolltet ihr nicht für diesen Raben nach Wahrung laufen, um den wahren Namen zu stellen? Was? Nein, das machen wir nicht. Aber das Schwert der Schwerter könnte vielleicht unsere Unterstützung benötigen. Mein Plan war ehrlich gesagt, dass das Schwert der Schwerter ist doch in Romelis. Auf dem Weg zurück latschen wir an Romelis vorbei und dann soll das Schwert der Schwerter eins von meinen neuen Schwertern werden. Seht ihr? Ja. Von mir aus, wenn sie damit einverstanden ist. Also, wir wissen doch alle, gegen wen wir da ziehen. Wer wäre da geeigneter als die Frau? Ich finde das sehr vernünftig. Wenn sie damit einverstanden ist? Wenn wir sagen, da ist irgendwie so ein böses Erzheiligtum, Dämonenheiligtum, Erzdämonenheiligtum, was auch immer da ist, scheißegal, bringen wir um. Ja, ich glaube, sie ist eine vielbeschäftigte Frau. Ja, wird schon Zeit haben. Ach, wir haben bestimmt überzeugende Argumente und in Romelis sitzt auch nicht den schlechtesten Stand. Wieso, ich bin Rafim, ich bin Kanava von Romelis, das wird ja wohl was wert sein in Romelis. Das will ich hoffen. Überlassen wir sie diese Entscheidung doch dem Schwert der Schwerter. Das ist zu befürchten. Was steht in dem Boten jetzt noch zu Waldwacht? Ich habe den Artikel gesehen. Zeig doch mal her. Was? Waldwacht. Ganz was wichtig. Ja. Was soll das sein? Eine Grafschaft. Oh, eine neue Gräfin der Waldwacht. Ja, so könnt ihr die nächsten paar Tage in Punin verbringen. Vendarion kann beim Händlerviertel bzw. den Handwerkern Ingwacht ein kleines Holzpüppchen erwerben, eine kleine Elfenstatuette. Du hattest vielleicht ein bisschen überlegt, am Anfang mit Musik zu bezahlen, aber nachdem dir dann Isarun ein kleines Kreuzermünzchen in die Hand gegeben hat, konntest du das erste Mal auch etwas dann für Geld erwerben. Ein kleines Anliegen. Ich weiß nicht. Zumindest konntest du eine ganze Menge über die menschliche Handwerkskunst erwerben. Okay, wenn dieser Runde neben steht und mir Schritt für Schritt erklärt, werde ich dieses Ritual wohl über mich hingehen lassen. Mit dem Geld. Ja, ich erkläre dann auch Dienstleistungen für Münzen. Dieser nette Mensch hat die Statue hergestellt und du gibst ihm jetzt die Münze. Ihr meint so? Ich halte mir dann die Münze hin. Aber warum? Ich verstehe es immer noch nicht.
Nun, es ist so etwas wie eine Universal-Tauschware. Ihr könnt diese Münzen gegen beliebige andere Gegenstände eintauschen. In verschiedenen Mengen natürlich. Also, wenn ihr eine Mahlzeit wollt, kostet das wenige Münzen. Aber wenn ihr ein Reh oder ein Wildschwein kaufen wollt, das für viele Mahlzeiten gut ist, dann müsst ihr natürlich mehr Münzen bezahlen. Weiß nicht, wer hat ihn denn gemacht? Die kaiserliche Münzgießerei. Hier, seht ihr? Dort ist das Porträt unseres Kaisers Hall noch abgebildet. Warum tauschen sie die dann nicht selber? Wer tauscht die selber? Diese Münzmacher. Wenn es doch, wenn die die gemacht haben. Ja, also sie bekommen sie schon als Bezahlung. Warum tauscht ihr denn erst mit ihnen diese Metallscheiben, um dann mit jemand anderem wieder diese Metallscheiben zu tauschen? Warum tauscht ihr nicht direkt mit jemand anderem? Das hat sich einfach so eingebürgert. Das machen wir. Wieso, also. Du kannst gerne mal auf Staatskunst würfeln. Ja, und eure seltsamen Bräuche. Ich erschwere die um 7, weil er ein Elf ist. Ja, so lebt ihr euch, wie gesagt, ein bisschen in eurem kleinen Palazzo ein. Und von der Boronkirche werdet ihr immer nur wenig hören. Das ist natürlich normal, dass die nur das Nötigste sprechen. Aber vor allem fiebert ihr auf den Prozess von Abelmir hin. Ihr bekommt natürlich noch die Information, dass es dann selbst, der Prozess selbst wird dann nicht in der Academica Arcomagica Solaque Arcania Puniensis stattfinden, sondern im Gebäude direkt gegenüber, und zwar der ODL, der Ordo Defensoris Lecturia, den grauen Stäben, die hier dann auch entsprechende Räume haben. Denn die Akademie wird wohl selber nicht einen Prozessraum haben. Ja, Abelmir, du wirst erfahren, dass wohl mit dabei sind eine Hexe aus Aranien, und zwar Aerinia, die schon damals in Zorgan bei dem Prozess mit dabei war. Ebenso wird Jakoban Ben Hasrabal dabei sein, ein Feuerelementarist aus Rashtul. Zumindest stand das so in diesem kleinen Dossier, was dir dann einen Tag vor dem Prozess noch wieder mit dem gleichen Boten wieder gebracht worden ist. Ebenso quittiert mit einer Unterschrift von dir, damit dann eben auch der Empfang bestätigt worden ist. Es gibt verschiedene Zeugen, die aufgerufen werden, die wohl von einem Nebenkläger, einem Grolm, dann mitgebracht worden sind. Und den Vorsitz wird dann Salandrion Farnion Finkenfarn haben, Spectabilitas Major, der auch erst vor kurzem im aventurischen Boten aufgetaucht ist. Andere Gäste, die sich angekündigt haben, und wohl auch der Vorsitzende der Akademie Betana, Landor Gerano, der ebenso nicht im selbst dann dabei sitzt, weil er ja zur Weißen Gilde gehört, aber auf alle Fälle im Zuhörerraum hat er sich schon angemeldet. Ja, und so könnt ihr dann, wie gesagt, nach diesen 3 Tagen nach und nach in der ODL eintreffen. Ein großer Raum, rund. In der Mitte steht ein Stuhl. Direkt davor dann leicht angehöht 3 Stühle, auf denen dann nach und nach Graumagier oder Magierinnen Platz nehmen. Und daneben dann ja, der Platz wohl für die Zeugen. Einmal links die Zeugen und rechts die Staatsanwaltschaft bzw. die Nebenklägerschaft der Gräume. Im Kreisrund verteilt dann leicht dahinter oder versetzt dann die Zeugenbank und diejenigen, die einfach nur zuhören wollen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was das Protokoll vorschreibt, ob ich zu dem Stuhl geleitet werde oder ob ich selber hinzutrete. Wenn nach einer kurzen Weile niemand mich zum Stuhl führt, würde ich mich dorthin begeben. Ja, doch, also wenn du dann den Raum selber betrittst, früh am Morgen, täglich dann mit dem Auftauchen der Prajoscheibe am Himmel, kannst du dann pünktlich dort erscheinen und wirst dann auch direkt von einem, ja, ist das dieser Botenmagier? Ja, ist das Punenio, der hier wohl vorsteht, würde ich dann eben zu diesem Platz geleiten
Du siehst auch, wie an diesem Stuhl Ketten angebracht sind, die man dann schließen könnte. Auch ein Eisenkragen, der unter dem Stuhl liegt, den man dir umlegen könnte, aber darauf wird aktuell wohl verzichtet. Du siehst auch, wie um den Kreis selber oder um diesen Stuhl selber dann auch ein Kreis gezogen ist mit einigen Bandglyphen, aber auch die werden wohl aktuell nicht gebraucht werden. Ja, ich werfe einen kritischen und etwas nicht ängstlichen, aber vorsichtigen Blick auf diese Ketten und setze mich dann mit übereinander geschlagenen Beinen auf diesen Stuhl. Wer ist jetzt als von uns Zuhörern dabei? Also Isarun möchte mitgehen? Boltax geht auch mit. Und wenn Dario Lungert sehr interessiert im Raum herum, ist man dann irgendwann zum Zuschauer wenigstens dirigiert. Ja, ich würde mich dann in die Nähe von Landor Gerano setzen, mich ihm vorstellen und ja. Kiaras? Kiaras, hörst du zu? Ja, ich höre auch zu. Und Rafim? Ja, natürlich, wenn der Garino kommt, komme ich auch. Gut. Kannst du mich mit so vielen Magiern allein im Raum lassen? Mendarion, du hast merkwürdigerweise auch festgestellt in den letzten 3 Tagen, dass eine ganze Menge Elfen in der Stadt leben und sich hier auch wohl sehr wohl fühlen. Wenn du sie teilweise auf ihre Sippe ansprichst oder auf ihr Sippenlied, werden sie dich allerdings verständnisvoll anblicken, mit dem Kopf schütteln und weitergehen. Oder dir noch irgendwas zumurmeln. Nicht wirklich auf Istira, sondern auf Gareti mit einem merkwürdigen Dialekt. Ich versuche mich noch an alte Geschichten meiner Sippen zu erinnern, die davon sprechen, wie Badok doch die Elfen hier unten immer noch sein sollen. Ja, und so tritt dann als allererstes die Hexe ein, die du schon kennst, Irina. Ja, ich würde mich dann erheben, wie es sich gehört, vor einem Gericht und mich verbeugen. Irina, bitte mal eine Beschreibung. Ja, Irina, eine Hexe aus Aranien mit gebräunter Haut, einen sehr abschätzigen Blick in die Runde werfend, mit dunklen Augen und das Haar verdeckt hinter einem Schleier. Ja, stellt dann noch ihren Hexenbesen irgendwo am Rand des kleinen Tribunals ab und setzt sich dann auf den ihr gewesenen Platz. Du kannst erkennen, einen weiteren, etwas dickeren Menschen, der stand wohl auch im Protokoll als Jirdan Philenius, hat er wohl auch noch eine Flasche Wein, die er mitführt, auch im Gerichtssaal, beziehungsweise jetzt in diesem Konventssaal des ODLs und wird sich dann mit seinem schweren Körper gewichtig auf dem nächsten Stuhl niederlassen. Eine Beschreibung bitte. Ja, du hast ja schon gesagt, Jirdan Philenius ist ein wenig breiter. Also er sieht nicht aus wie der archetypische Kampfmagier, er lässt sich in diesen Stuhl sinken, rückt da ein wenig bequem zurecht, schiebt seinen Hut nochmal ein wenig nach hinten und trinkt missbilligend aus dem offenbar Weinbecher, der vor ihm schon aufgestellt war. Guckt etwas bitter und mustert dann nicht unbedingt interessiert, eher gelangweilt da bei mir. Ja, auch vor ihm würde ich mich verbeugen. Es kommt ein kaum sehbares Nicken zurück. Ja, eine weitere Person, die dir gar nichts sagt oder doch sehr wenig. Irgendwo hast du das Gesicht schon mal gesehen. Eine sehr junge, wahrscheinlich Adeptar, Mina. Wo hast du sie schon mal gesehen? In Punin? Zumindest trägt sie Siegel aus Punin. Du warst natürlich eine ganze lange Zeit mit Iolaos hier studiert. Zumindest dann einige Zauber dann gelernt und nach deinem Rauswurf dann aus Betana dann hier dein Gildensiegel erworben. Jasmine, bitte eine Beschreibung. Jasmine ist eine junge Frau. Sie hat etwa kinnlange weißblonde Haare und sehr große himmelblaue Augen. Sie trägt den vom Codex Albyricus vorgeschriebenen Zaubererhut und eine Robe und ein kleines bläuliches Amulett um den Hals. Sie schaut sich so ein bisschen verschreckt um, so wie ein Reh, das gerade von einem Raubtier gestellt wurde und huscht dann auf ihren Platz. Wirft dabei aber mir einen ängstlichen Blick zu. Ich muster sie zuerst etwas ungläubig und anscheinend in meinen Erinnerungen suchend nach dem Gesicht. Wirf mal eine Klugheitsprobe. Gutes Gedächtnis hast du nicht, ne? Nein. Ach, aber mir.
Dir will nicht einfallen, woher du sie kennst. Also, du weißt genau, du kennst sie woher, aber du weißt auch nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Gefühl ist, dass sie jetzt hier ist. Warum auch immer sie jetzt ängstlich ist. Nichtsdestotrotz würde ich mich trotzdem vor ihr verbeugen und sie anlächeln. Ja, dann kannst du hinter dir Boltax laut und böse auf Rogoland grummeln hören, als ein kleiner... Ah, es ist kein Zwerg. Du kennst diese hinterhältigen kleinen Wasserköpfe. Räume. Ein Gräumeintritt. Ja, Grollmoor. Also selbst für einen Gräum ist er klein. Also er kommt vielleicht maximal auf 1,05 Meter, 1,10 Meter. Ein wirklich sehr kleiner und sehr alter Gräum. Er hat eine Art Stock, an dem er geht und scheint schon in seinen allerletzten Lebensjahren zu sein. Was bei Gräum ja nicht viel heißt, aber ein sehr alter Gräum. Dafür trägt er allerdings viel Schmuck, der auch glänzt. Ah, vielleicht ist er schon 8 Jahre alt. Ja, tatsächlich. Er sieht aber auf jeden Fall in deine Richtung und blickt dich auch schon voller Abscheu an. Muss ich auch kurz abwenden, um sich das Wirken zu verkneifen. Mein Gesicht versteinert und ich verbeuge mich definitiv nicht vor ihm. Du merkst auf jeden Fall, das fehlt ihm auf. Ja. Kein Respekt vor dem Alter. Moment, ist nur noch mal zur Sicherheit. Das ist aber nicht derselbe Grollmoor wie im Ort. Du weißt es nicht genau. Also, man weiß es nie so genau. Die sehen ja sowieso alle gleich aus, aber... Naja, dann wohl, ist er sowieso nicht. Wohl hier. Nicht. Ja, genau. Nee, aber... ja, und ein Mensch in einem Ordensgewand mit vielen, vielen Siegeln, Arkane, Glyphen des Feuers und des Wassers darauf. Ein Thulamider mit rabem schwarzen Haar, der dann eintritt und sich tatsächlich dann wohl auch vor Abelmir verbeugt und ihm anlächelt. Jakoban Ben Hasrabal betritt den Saal. Ja, mit schwarzen Haaren, dunklen Augen und ebenso dunkler Haut. Wirkt er ruhig, nachdenklich, lächelt leicht. Ich bin gespannt auf diese Verhandlung. Neben Isarun auf der Zeugenbank nimmt Platz Elkanah Erelion von Hohenstein gemeinsam mit seinem Sohn, der doch, auch wenn er Graumagier ist, so sehr anders wirkt als sein Vater. Der eine humpelt, ihm fehlt wohl sein Ohr. Und nehmen dann beide auf der Zeugenbank Platz, auch wenn sie hier gerade in einer grauen Ordensrobe gekommen sind, also im Konventsgewand und sich hier herausgeputzt haben. Der eine wohl sehr freundlich und gütig, während sein Sohn Sordan Irelion tatsächlich sehr finster, nicht grummelt, aber irgendwie sitzt der Grimm in ihm. Natürlich von Isarun auch höflich begrüßt, wie sich das für eine Spektabilität und einen Ordensgroßmeister gehört. Ja, Zordan ist natürlich auch der Vorsteher der ODL, also ihm gehört dann dieses Gebäude, beziehungsweise er ist dann derjenige, der hier diesen Saal gestellt hat, wird dann auch ebenso von den anderen Anwesenden mit einem Nicken begrüßt, auch wenn er nur auf der Zeugenbank Platz nimmt. Als nächstes, während Abelmir das Herz weiter in die Hose rutscht, kannst du erkennen, wie wohl ein alter Mann mit Spitzhut das Gebäude betritt und den Saal dann, alter weißer Bart, Magier, wie er im Buche steht, als wäre er derjenige, der den Codex Albyricus erfunden hätte. Siadon Cosma, der Magister Magnus der Theorie, der dann hier auch in Funin dir die ein oder anderen langweiligen Vorträge über Limbologie vorgelesen hat, also tatsächlich vorgelesen, die wirklich vorgetragen, also ein unglaublich nerviger Mensch, unglaublich langweilig, der auch nicht mal bei Iolaos dann ein Lächeln erwecken konnte. Ja, vor ihm möchte ich mich natürlich auch verbeugen, aber mit einem undeutbaren Gesichtsausdruck. Ja, eine weitere Person, die du tatsächlich kennst, Plektrodes von Punin, die Magistra Ordinaria Glaubservantia, also der Hellsichtsmagie, die dann auch mit einem milden Lächeln hineinkommt. Die Magistra ist eine sehr kleine Frau,
schon etwas gebeugt, also sie ist durchaus in die Jahre gekommen. Sie hat graue Haare, die zu einem dicken und langen Zopf, der bis an ihren Gürtel reicht, geflochten sind. Und sie ist gekleidet in eine dunkelblaue Robe mit reichhaltigen Stickereien, mit arkanen Symbolen und hat sich die Kapuze so kleidsam und hübsch auf den Kopf gezogen. Und sie schreitet dann eigentlich ganz gut gelaunt an dir vorbei, lächelt in alle Richtungen, winkt dem einen oder dem anderen mal zu und trägt über ihrem Arm einen Weidenkorb, auf den sie ein Tuch gebreitet hat. Dann grüßt sie auch Abelmir mit einem freundlichen Kopfnicken und einem Hesinde zum Gruße. Sehr schön, sehr schön. Wir wollen uns doch gleich einmal hinsetzen, nicht wahr, Adeptus? Natürlich, Magistra. Ach, sehr brav. Sie nimmt dann Platz neben den anderen Magistern. Ja, während ihr noch wartet, bis der Letzte eingetreten ist, könnt ihr sehen, wie sich die Zeugenbank wohl, die Zuhörerbank weiter füllt. Und zwei Drakoniter in einer grünen Hesinderobe mit goldener Borte dann eintreten, die dann ebenso Platz nehmen und interessiert zuhören. Ihr habtet mit den Drakonitern bisher noch nicht viel zu tun. Der starke Arm der Hesinde und Nanduskirche. Und verwundert euch also doch schon, dass die Hesinde-Geweihten jetzt hier auftauchen, beziehungsweise ganz generell die Drakoniter. Und dann tritt der Letzte ein. Ein ehrwürdiger Elf? Halbelf? Vor allem Mendarion wird wieder einmal verwirrt, wenn Salandrion, Farnion, Finkenfarn eintritt. Winkst ihm zu. Salandrion geht tatsächlich gezielt auf den Stuhl in der Mitte und kann sich dann setzen. Ne? Eine Beschreibung bitte von der Spectabilitas Major. Ein Elf, schöne Gesichtszüge, schlank, langes blondes Haar, dunkle Augen, ein Funken Violett darin, gut gekleidet, aber doch relativ schlicht. Dunkles Gewand, keine außergewöhnlichen Schmuckstücke oder ähnliches, zurückhaltende Frisur. Ja, er wirkt alles in allem sehr gediegen, aber auch irgendwie deplatziert. Diesen ganzen Kosmos, in dem er sich bewegt. Damit darf Salandrion diese Sitzung leiten. Ja, vor dem Hohen Gericht der großen grauen Gilde des Geistes wird im Folgenden verhandelt. Klage der großen grauen Gilde des Geistes gegen, er deutet dabei auf Abelmir, gegen Abelmir Jamorenes. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die fahrlässige Anwendung des Kantos Djinn-Ruf ohne notwendige Vorkehrungen, das Entfesseln eines Feuer-Djinns und das billigende Inkaufnehmen der des Anzündens eines Waisenhauses in Elburum. Das sind die Unterlagen, die mir hinsichtlich dieses Gildengerichts überreicht worden sind. Beginnen wir mit der Verhandlung. Zunächst, er guckt auf die Zeugenbank, bitte ich um Befangenheit und Absprachen untereinander vorzubeugen, Zeugen des Saales verweisen zu lassen. Gerichtsdiener, bitte. Ja, die Gerichtsräter, Diener des ODL treten natürlich ein, auch auf einen Wink von Zordan, dem es nicht schnell genug gehen kann. Und bringen dann nach und nach die Zeugen allesamt wieder nach draußen, nachdem sie einmal vorgestellt worden sind. Draußen hattet ihr noch eine lange Bank aus Holz gesehen und so könnt ihr dann warten unter Gerasche, die Roben, die entlang gehen und fliegen und dann ist der Saal leer. Nur noch Abelmir, der weiß, in der Mitte sitzt und darauf wartet, ob er jetzt verbrannt wird. Stelle fest, der Angeklagte ist anwesend, alle vorliegenden Beweismittel sind herbeigeschafft worden, es gibt Sachverständige, weitere Beweismittel werden fortan nicht zugelassen. Ja, Jamorenes, werden Sie sich selbst verteidigen oder haben Sie einen Verteidiger, der Ihnen gestellt wird? Nun, ich denke, ich werde mich selbst verteidigen, wenn es gestattet, Hohes Gericht. Sehr wohl, sehr wohl. Nun, gut. Dann
beginnen wir mit der eigentlichen Verhandlung. Herr Jamorenis, nehmen Sie bitte Stellung zu dem eben verlesenen Anklageschriftprotokoll. Nun, zuerst einmal würde ich betonen, dass ich unschuldig bin. Diese Verhandlung betrachte ich es als eine, nun ja, nicht Farce, aber doch eine ungehörige Sitzung, da die Anklage auf den Aussagen eines Geräumes beruht. Das spielt jetzt erstmal keine weitere Relevanz. Die Aussagen des Geräumes und alles in diesem Kontext wurde doch bereits vor einigen Monaten verhandelt, nicht wahr? Und ich gucke dabei einmal die Hexe an.